Hallo Leute und willkommen zurück bei Payday 2. Diesmal mache ich den Einkaufszentrum-Crasher-Job auf einer weniger, natürlich mit der One-Down-Funktion, wobei das bei Stealth sowieso so eine Sache ist. Natürlich mit One-Down, warum auch nicht. Gut, einmal ein kleiner Shoutout an Radschrauber, der mir erstmal gesagt hat, dass man diesen Job, diesen Heist hier, überhaupt stealthen kann. Der ist genauso wie der erste Tag vom Brandstifter-Job. Man darf sich einfach nicht erwischen lassen und man muss versuchen, ja, an den Wachen irgendwie vorbeizukommen und an den ganzen Zivilisten. Aber dazu dann gleich mehr. Wichtig ist mir hierbei auch nochmal zu sagen, es ist möglich, dass ich die komplette obere Etage des Einkaufszentrums im Grunde platt mache, mit Zivilisten, mit allem drum und dran. Meines Erachtens nach ist das sowieso kein besonders toller Job, aber um den dann wenigstens einmal auf One Down und so weiter gehabt zu haben, warum nicht? Kann man mal machen. Gut, kommen wir zu den Vorteilen. Benzinkanister brauchen wir nicht, Arzttasche brauchen wir nicht, Munitionstasche brauchen wir nicht. In der zweiten Benzinkanister brauchen wir natürlich auch nicht. Zu meiner Ausrüstung das K4-Gewehr, um eben mein Entdeckungsrisiko niedrig zu halten. Die Locomotive 12G-Schrotflinte, das Psychomesser, Peak Ass, klassischer Anzug, Leichensackkoffer, natürlich zwei Stück, und die Munitionstasche, falls mir da hier die Munition ausgeht. Wir müssen nämlich relativ viel Schaden machen, und zwar an Gegenständen, die sich überall im Einkaufszentrum befinden. Wichtig dabei ist, wir dürfen nur Gegenstände im Shop selber zerstören, also in diesen Geschäften selber. Und zwar, weil alle Glasscheiben außen sofort die Leute triggern und die dann den Alarm auslösen. Das heißt, wir können im Grunde nur, sagen wir mal, 3 oder 4 Läden da aufsuchen. Und da ich das alles relativ nah beieinander halten möchte, bleibe ich meistens dann eher auf der oberen Etage, falls ihr gerade so um den Dreh wisst, wie das Einkaufszentrum von innen aussieht. Und da gehe ich als allererst in den Weinhandel, dort zerstöre ich Weinflaschen im Wert von ungefähr 20.000 bis 25.000. Dann gehe ich rüber zu dem Ferrari-Verleih, Schießmethode, Verkäufer, keine Ahnung, was das sein soll. Da zerstöre ich das Auto, das bringt auch um den Dreh 5.000. Da sind wir schon mal bei ca. 30.000. Und dann gehen wir rüber in den Peer Store, Apple Store, und zerstören da alles, was an der Wand hängt und was ansonsten noch auf den Tischen draufsteht. Das bringt uns auch nochmal um den Dreh 20.000. Dann sind wir insgesamt bereits bei 50.000 und dann dürfte sich der ganze Job eigentlich erledigt haben. Dann werden wir nämlich von dem Hubschrauber abgeholt, der 5 Minuten braucht. Gut, ich denke nicht, dass ich irgendwas vergessen hätte. Fangen wir an. So, die beiden hier drüben können wir ignorieren, genauso wie den hier drüben. Der da oben kommt jetzt gerade rausgelaufen. Und eine Wache. Der sieht einen vor allem Ding ganz gerne, wenn man mit dem Rücken zu ihm steht. Oder er mit dem Rücken zu uns. So, das hier ist jetzt der erste Laden. Da müssen wir sämtliche Flaschen zerstören. Ja, da kommt ein weiterer Zivi. Da drüben hätten wir diesen komischen Möchtegern-Ferrari. Ja, Shop. Und da hätten wir den Pier Shop. Store. So, okay. Dann wollen wir doch mal. Oh, nein, da. Ah, verdammt, jetzt kommt hier die nächste. Na los, geh rein da. Ja, natürlich, und er läuft raus. Warum auch nicht? Gentlemen. They're gonna come down harder on us if you kill civilians. Easy on the triggers with civilians around. It gets expensive real fast. Die packe ich hier ganz gerne ein, weil wenn hier dann mal wieder ein Zivi reinläuft, wie jetzt gerade, ach, sehr geil. Ich glaube, ich räume hier die ganze Etage aus. Jo, alles klar. 1, 2, 3 und Leiche einsacken. Wenn wir die hier nämlich in die Ecke packen, werden die wirklich von niemandem mehr gesehen. Hup. Das stellen wir auch gerade mal. So, dann spule ich jetzt hier doch gerade mal ein bisschen vor. Und zerstör die Flaschen. Okay, das wären die ersten. 25.000 um den Dreh. Jetzt ist relativ wichtig, wir müssen hier schnell rüberkommen. Genau wegen dem Kerl und dem Kerl hier drüben. Theoretisch können wir den hier drüben sogar noch killen, aber das möchte ich ganz gerne verhindern.
Beziehungsweise so wenige wie möglich natürlich. You're at 20,000, keep on going. Ja, ist ja gut. Das Problem ist jetzt gerade tatsächlich, dass ich nicht weiß, wo sich die Wachen befinden. Guard. Ah, ja, natürlich. Watch out. Jetzt läuft da genau einer vor. So, wie sieht's mit dir aus? Guckst du immer noch lang? Wackersicht. So, den da hinten können wir einfach erschießen. Bumm, habt ihr gerade die Explosion gesehen? Da haben wir drauf gewartet. So, jetzt sind wir schon bei 30.000. Na, jetzt müssen wir hier ein bisschen... Oh. Na, jetzt muss ich gerade einmal rüberlaufen. Das ist doch etwas ärgerlich. Oh, doch zwei? Wow, okay. Wie viele Leichensäcke habe ich gerade noch? Zwei Stück. Das würde ja perfekt passen. Als solches. Zack. Ach, zum Glück sind die Keller alle ziemlich blind. Zack. Okay. Ich muss jetzt hier gerade nochmal ein bisschen aufpassen. Ah, na komm. Okay. Die Rückscheibe will nicht. Dann. Look out, guard. Ja, da haben wir jetzt eine Wache. Ja komm, so viel Zeit muss sein. Oh, schade, nichts drin. Frechheit. Absolute Frechheit. Watch out, guard. Guard. 30,000 guys, keep it up. Überhaupt nicht gut. Ah, sehr schön. Der biegt jetzt nach rechts ab. Sehr nice. So, hier drüben öffnen wir einmal das Fitnessstudio. Wichtig hier dran ist, hier kann man im Grunde so gut wie nichts drin zerstören. Nur die Kasse hier, ich weiß es noch nicht mal wirklich, ob es wirklich eine Kasse ist oder sonst irgendwas. Einfach nur ein Touch-Bildschirm. Und ich weiß wirklich nicht, ob das überhaupt dazu zählt. Egal, ich habe es zerstört. Guard, careful. So, dann. Bodybag case deployed. 1, 2, 3. Wo sind die Wachen? Da, nee, da sehen die leider. Da stehen jetzt zwei Kerle hinter dem Tresen. Und die zwei Kerle muss ich jetzt gleich ausschalten. Und die Wache hier stört mich dabei ein bisschen. 30,000 guys, keep it up. Ja, ist ja gut. Natürlich bleibt er jetzt erstmal da stehen. Das ist Vorführeffekt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Eiskalter Vorführeffekt. Guard. Der Witz ist übrigens, wenn gleich der Heli kommt, um mich abzuholen, dann zerbricht das Dach. Aber die Wachen interessiert das einen Scheiß. Ja, los, komm. Leg dich. Guard, careful. Ah, jetzt habe ich den zweiten. Nein! Upsala, da war ich etwas zu energisch. Look out, guard. Ja gut, wir wechseln in die richtige Richtung. Das ist gut so. Hey, they're gonna bring in the big guns if you kill civilians. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Dann wollen wir hier noch mal ein bisschen zerstören. Bisschen aufpassen, dass uns der nicht. Oh. Ja, warum man mich jetzt gesehen hat, keine Ahnung. So, und davon sprach ich gerade. Dafür habe ich die dabei. Und deswegen sprach ich von der Präzision. That's 40,000. Only 10 more to go.
Okay. Die Tuse hat sich gerade da drum hingesetzt. Na, du siehst mich nicht. Zack, und das war schon. Theoretisch könntet ihr hier auch noch die Computer auf dem Tisch und diese ganzen Sachen hier zerstören, aber jetzt müssen wir einfach nur abwarten. Ja, ist ja gut, Vlad. Oder Vlad, oder wie auch immer. Wahrscheinlich kann er seinen richtigen Namen besser aussprechen. Nein, was soll's. Ah, schade, hier ist auch nichts drin. Zu schade, zu schade. Gut, dann würde ich jetzt sagen, spule ich mal 5 Minuten vor. Und dann sehen wir uns gleich, wenn der Hubschrauber da ist. Okay, jede Sekunde müsste unser Hubschrauber hier ankommen. Ah. Da ist er. Look out, guard. Und das Glas zerbricht. Doch die Wachen stört es nicht. So, das war's. Stealth. Mehr oder minder. Ja, Stealth. Ihr seht, das Geld ist jetzt nicht so besonders toll. Ja, gut. Auf jeden Fall, meines Erachtens nach lohnt sich der Auftrag sowieso nicht, aber wenn ihr den einmal gemacht haben wollt auf One Down, dann am besten so. Ist am schnellsten, geht am besten. Alles klar, ich hoffe, euch hat das gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.